Guten Morgen. Von der Donnersberger Brücke nach Altomünster. Von Altomünster werde ich nach Aichach wandern. Auch auf dieser Wanderung soll es einiges zu sehen geben. S-Bahnhof Altomünster. Hier steigt so gut wie niemand aus. Es ist 9.15 Uhr, etwas frisch und gleich geht's wieder raus aus Altomünster. Da vorne, der kleine Ort heißt Schauerschorn. Es geht vorbei am Heiland. Da vorne ist schon die Marienkapelle von Schauerschorn. Maria, ohne Sünde empfangen, bitt für uns. Rein kann man nicht, aber durch ein Fenster schauen, heilige Maria. Und weiter geht's. Hier bereitet der ADAC gerade ein Geschicklichkeitsautofahren vor. Und wieder vorbei am Heiland. Jetzt komme ich in den Ort Oberzeitelbach. Ein hübscher Ort. Einen hübschen Maibaum haben die hier. Das Kriegerdenkmal. Und das ist die Kirche Mariä Himmelfahrt. Und die Kirche von der anderen Seite. Gut gesichert. Aber man kann natürlich durch das Gitter schauen. Und weiter geht's. Wirklich hübsch hier. Bis zur nächsten Kapelle sind es jetzt ungefähr 4 Kilometer. Wieder an einem schönen Wegkreuz vorbei. Eine ganze Menge Stromleitungen hier. So, und jetzt geht's durch Oberndorf. Ein kleiner hübscher Ort. Vorbei an einer hübschen, aber verschlossenen Kapelle. Und schon geht es wieder raus aus dem kleinen Ort. Schön grün ist es hier. Maisernte. Die gesamte Wanderung heute hat etwa 21 Kilometer. Eine ganze Menge Blaubeeren. Am Herrn vorbei, das heißt hier Unterschröttenloh. Auch hier gibt es eine hübsche, aber verschlossene Kapelle. Es sind jetzt noch etwa 3,5 Kilometer bis zur Wallfahrtskirche Maria Birnbaum. Eine ganze Menge Hagebutten. Das sind jetzt keine Hagebutten, glaube ich. Aber was ist das dann? Das sind wohl ziemlich eindeutig wieder Hagebutten. Glücklicherweise fahren hier fast keine Autos. Hübsche blaue Blumen in dem Feld. Eine ganz hübsche Gegend ist das hier. Leicht hügelig, aber für die Landwirtschaft ausgezeichnet geeignet. Und ich grüße wieder den Herrn. Unter den zwei Birken ist noch ein schönes Wegkreuz. In dieser Richtung zähle ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Landschaftsverschönerungsanlagen.
ein Stück an der Staatsstraße 2338 weiter. Nicht unbedingt der schönste Wanderweg, aber viele Autos fahren hier auch nicht. Die Wallfahrtskirche Maria Birnbaum. 1632 wurde die Gegend von schwedischen Soldaten heimgesucht, die das Gnadenbild in ein nahes Moos warfen. Der Dorfhirte Johann Vogel rettete es und stellte es in einem hohlen Birnbaum aus. So kam der Wallfahrtsort zu seinem Namen. Erspüren wir diesen wunderbaren Ort in Stille. Und weiter geht es durch Sielenbach. Soll das eine Motorradfahrerin sein? Ein hübsches Haus mit allem Möglichen verziert. Links, da ist noch ein Tiger. Was mag wohl das bedeuten? Weiter durch Sielenbach. Schöne Blumen. Der Bach heißt Schnach. Ein kurzes Stückchen an der Schnach entlang, bevor es wieder zur Staatsstraße zurückgeht. Das ist ein hübsches Modell des Eiffelturms. St. Petrus in Sielenbach. Und weiter geht's. Ein hübscher Ort mit vielen Blumen. Auf der Staatsstraße 2338 werde ich jetzt raus aus Sielenbach geführt. Vorbei an einer großen Solaranlage. An dieser Staatsstraße gibt es keinen Fußweg und es donnern die ganze Zeit nur die Autos an mir vorbei. Hübsche Sonnenblumen an der Straße. Abseits im Wald steht die Ruine der St. Georg-Kapelle. Die Geschichte der Kapelle geht bis auf das 14. Jahrhundert zurück. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts, während der Säkularisation, wurde die Kapelle nahezu vollständig bis zum heutigen Zustand abgebrochen. Ich weiß ja nicht, vielleicht ist das hier etwas baufällig und man sollte nicht unbedingt hineingehen. Nicht weit entfernt auf der anderen Seite der Staatsstraße liegt Schloss Blumenthal. Hier ist der Eingang zum Schloss Blumenthal. Heute befindet sich im Schloss Blumenthal ein sozial-ökologisch orientiertes Innovationsprojekt.
Das ist wohl der Eingang zur Hofkapelle. Und das ist wohl das Hauptgebäude des Schlosses. Hübsche Pferde gibt's hier auch noch. Und dann gibt's ja auch noch Lamas, die ruhen sich gerade aus. Und dort geht's wieder raus aus dem Schloss. Eine schöne grüne Gegend, aber Google führt mich leider weiter an dieser elenden Staatsstraße ohne Fußweg. Der nächste Ort hier heißt Klingen und sehr vernünftige Menschen haben hier wieder Gehwege gebaut. Ein wirklich hübscher und sauberer Ort. Das ist aber hübsch zugewachsen. Und nicht nur der Giebel, sondern auch die Seite ist zugewachsen. Da kommt auch schon der Turm von der Kirche Maria Himmelfahrt in Sicht. Und Maria Himmelfahrt von der anderen Seite. Weiter auf der Fuggerstraße Richtung Eichach. Na, hier haben sich die Straßenplaner wenigstens überlegt, einen Rad- und Fußweg neben der großen Straße zu bauen. Unter der B300 durch. Das Wegkreuz hier steht schon in Eichach. Muss mich jetzt etwas ranhalten, um einen geplanten Zug zu erwischen. Aber vorher will ich mir noch etwas die Altstadt ansehen. Und hier beginnt schon die Altstadt von Eichach. Das ist das obere Tor. Das ist wohl die Spitalkirche. Eine sehr beeindruckende Kirche. Eine hübsche Innenstadt. Aber es gibt sehr viele Autos. Das ist das Rathaus von Eichach. Nochmal das Rathaus von der anderen Seite. Und vor dem Rathaus steht ein ganz moderner Maibaum. Und in die Richtung geht's jetzt weiter. Da unten steht der Herzogsturm und da geht's jetzt hin. Und der Herzogsturm von etwas näher. Und der Turm noch einmal von außen. Ein Stückchen zurück. Und dann geht's weiter Richtung Stadtpfarrkirche. Das ist die Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt. Vor der Kirche steht eine riesige Glocke.
Vater im Himmel, behüte uns. So, jetzt sind es nur noch ein paar hundert Meter bis zum Bahnhof. Ein fleißiger Mitarbeiter, aber ich habe jetzt leider keine Zeit mehr reinzugehen. Das ist der Bahnhof von Aichach. Mit Umsteigen in Augsburg-Hochzoll bin ich in etwas mehr als einer Stunde wieder in München. Ich verabschiede mich und wünsche Gottes Segen